Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Long Dark. Ja, in dieser Folge, ich bin jetzt zurückgelaufen in der letzten Folge. Wie man sieht, wir haben nachts allerdings das Leuchten lässt leider nach wie vor auf sich warten. Deswegen, wir werden jetzt hier schnell mal Feuer machen. Werden uns dann erstmal wieder ein bisschen Wasser schmelzen müssen und dann werden wir es so machen. Ich habe jetzt noch ein bisschen was an Fleisch, das reicht auf jeden Fall für 2 Tage. Wir werden das Ganze so machen. Ich werde jetzt die Tage versuchen durchzuschlafen, beziehungsweise mich halt mit hinlegen, ausruhen und so weiter, die Zeit umzupingen. Wir machen jetzt mal 2 Tage, bleiben wir einfach nur hier am Staudamm, werden schlafen, essen, uns am Leben halten und hoffen, dass in der nächsten Nacht dann das Leuchten endlich kommt. Irgendwann muss es ja mal soweit sein. Mittlerweile, keine Ahnung, 6, 7 Tage definitiv hier ohne das Leuchten. Ich hoffe, dass es irgendwann soweit ist. So, Brennstoff hinzufügen. Dann Schnee schmelzen. Komm hier, Mama, 3 Liter. Ja, wobei, das reicht. Nicht ausgehen. Dann müssen wir erstmal wieder Brennstoff hinzufügen. Und 3 Liter kochen, bitte. So, 1:30 Stunden sollte ja wohl reichen. So, dann brauchen wir was zu trinken. Wir werden uns jetzt dann, wie gesagt, schmiert. Hat funktioniert. So, wir pfeifen uns erstmal in den Drink hier rein. Können dann einmal uns voll trinken, legen uns jetzt dann schlafen und wie gesagt, wir werden jetzt mal versuchen, die Zeit ein bisschen zu überbrücken. Ich habe einfach keine Lust mehr. Also irgendwann ist es wirklich gut und irgendwo ist jetzt der Punkt erreicht, wo ich sage, okay, ich habe echt keine Lust mehr. So, wir haben hier den Schlafsack, hinpennen, 12 Stunden schlafen, bitte. Und dann probieren wir das Ganze jetzt, indem wir einfach uns ausruhen. Das müsste, glaube ich, auch funktionieren. Wir den Tag rumbringen und bis zur Nacht eben nur ruhen. So, wir müssen zwischendrin nur was trinken, ein bisschen was essen, dass wir eben seinen Bedarf decken. Raus mit Essen, ja, geht so. Wir haben draußen Fleisch liegen, Cracker haben wir auch noch und so einen Energieriegel haben wir auch noch. Also das, 1, 2 Tage reicht das. Ah, du hast Hunger, ich weiß. Guard, sehr schön, reinhauen. So, das reicht. Legen wir uns da rein und zwar nur ausruhen. So haben wir, haben Mittag wahrscheinlich. Ja, kurz vor Mittag. Dann einmal schlafen. Das wird nicht klappen. Da klappt das? Schläft er bis nachts? Doch. Ah! Leuchten! Leuchten! Wir haben das Leuchten. Genial. Es ist jetzt folgendermaßen. Und zwar, man wird alle Items wieder verlieren. Das heißt, wir packen jetzt alles raus, was wir irgendwie nicht brauchen können. Und nehmen alles mit, was wir irgendwie brauchen können für die nächsten Missionen. Ich muss mich jetzt relativ beeilen. Ich habe jetzt zu lange gepennt. So eine Scheiße. Kam aber jetzt auch überraschend. So, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir sind bei 24 Kilo. Wir werden das Fleisch noch essen. Wir werden noch trinken. Wir haben hier noch Brecheisen und alles. Wir werden uns jetzt schnell nochmal umsortieren. Endlich. Aber vorher machen wir eigentlich... Wir machen die Tür vorher auf. Bevor wir irgendwas anderes tun, machen wir diese verdammte Tür auf. So. Tür öffnen. Yes. Endlich. Boah, wie lange habe ich da drauf gewartet? So, wir machen die Lampe an. Wir durchsuchen jetzt hier erstmal die Räume. Was wir da so finden werden. Essen. So, Zeitungspapier lasse ich bewusst sowieso liegen. Okay, hier drin haben wir eine Werkbank. Wir haben Mitternacht. Muss mich relativ beeilen. Denn wir müssen aus dem Staudamm, glaube ich, raus sein, bis letztendlich die Nacht um ist. Weil sonst haben wir keinen Strom mehr und dann wird das Ganze hier nicht mehr funktionieren. So, safe. Schauen wir mal. Sind wir wohl geknackt, oder? Hier irgendwo bei 20. Einundzwanzig. 32.
Perfekt. So, was haben wir hier drin? Geld, brauchen wir nicht, Zeitung, eine Lupe, okay. Brauchen wir auch nicht. Der Lupe ist letztendlich zum Feuer machen da. Der Stromkasten. Der letztendlich uns den Aufzug nämlich anmacht. Ich weiß bereits, ich weiß nicht komplett, wie es weitergeht. Das mit dem Stromkasten habe ich mir allerdings so angesehen und wie man mit dem Aufzug nach unten kommt. Und dann habe ich aufgehört, mir das Ganze im Stream anzuschauen, weil ich es selber herausfinden wollte. Und ich weiß nämlich, dass man im Aufzug wird man all seine Gegenstände verlieren. Das heißt, wir müssen jetzt hier wirklich nochmal schauen, was wir brauchen und was wir nicht brauchen. Wir brauchen beispielsweise keine zwei Dosen. Wir brauchen kein Metall. Wir brauchen die Federnehmer mit, es wiegt ja nichts. Wir brauchen keine zwei Brecheisen. Wir brauchen keine zwei Beile. So, die ist auch hin. Nähzeug. Nehmen wir auf jeden Fall das bessere mit. Lampe haben wir die bessere dabei. Werkzeugkiste nehmen wir eine mit. So, Essen. Die hauen wir uns noch rein. Die nehmen wir noch mit. Die nehmen wir noch mit. So, Wasser können wir uns wieder herstellen. Das brauchen wir auch nicht. Notfallspritzen haben wir eine. Brauchen wir nicht so viele. So, das Papierzeug kann auf jeden Fall weg. Genauso wie die Lupe. Behalten wir die mal. Ja, die wiegt nicht viel. Die behalten wir mal. Okay, da sind wir bei 25 Kilo. Das reicht auf jeden Fall. Dann einmal voll trinken. Voll essen. Und dann gehen wir in den Aufzug. So, Essen. Boah, komm. Hauen wir uns rein. Komm, hau das Fleisch hier rein. Dann nehmen wir uns für draußen. Wir haben ja draußen noch ein bisschen Fleisch liegen. Dann nehmen wir noch ein bisschen Fleisch mit. Solange wir noch ein bisschen Platz haben, geht das ja. So, zwei Stücke, die nehmen wir noch mit. So, und dann geht's los. Ich muss aufpassen, ich habe nicht allzu viel Öl. Und ich habe die Taschenlampe nicht mehr dabei. Da ist hier die Taschenlampe drin. Ne, letztendlich nur die hier. Ist die Möglichkeit, da das Öl rauszunehmen aus der Lampe? Aktion. Auffüllen. Nee, geht nicht. Erlegen kann ich's. So, Aufzug. Der war... Wo war denn der? Ich glaube, hier hinten. I might be stuck here a while. Better see what I can use. Wie jetzt? Hat jetzt das Leuchten aufgehört? Nee, oder? Hallo, wir haben erst mitten in der Nacht. Das Leuchten kann noch nicht aufgehört haben. Das will mich jetzt nicht verarschen, oder? Jetzt hat das Leuchten aufgehört. Nee, oder? Willst du mir jetzt nicht ernsthaft? Mitten in der Nacht? Nein! Ich habe keine Zeit für Spielereien. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ey. Nee, oder? Ey, wenn jetzt der Aufzug hier nicht funktioniert... Der Strom ist wieder aus. Was ist denn das für ein Mist? Wir haben mitten in der Nacht. Ist es nur für ein paar Stunden das Leuchten? Wie bescheuert ist das denn? Kann doch wohl nicht sein. Jetzt ist das Leuchten wieder weg. Ich hab doch die blöde Tür aufgekriegt. Halt, falsche Tür. Nein, ich krieg die Krise. Also so langsam kotzt mich's an. Ja, wir können hier nicht rausklettern. Wir müssen hier rüber. Ich habe keine Zeit für Spielereien. Ach nee, wirklich? Jetzt ist das Leuchten weg. Einfach so. Finde einen Weg durch den Garderstaudamm. Gelange... Der Meyers Code in den Kontrollraum. Versorge das Aufzugssystem des Dampfs mit Strom. Hab ich. Don't have time to mess around. Ey, das ist jetzt nicht euer Ernst. Jetzt ist das Leuchten weg.
krieg die Krise. Ey, ist das nur für ein paar Stunden jede Nacht? Würde so einiges erklären. Leg mich jetzt mal eine Stunde hin. In der Hoffnung, dass das Leuchten wieder auftaucht. Schlafen, eine Stunde. Ja, ich krieg die Krise. Dunkel. Ich verbrauche jetzt hier unter anderem auch meinen kompletten Vorrat an. Geht nicht. Das ist doch voll scheiße. Ich verbrauche meinen kompletten Lampenölvorrat. Und jetzt hat einfach mitten in der Nacht das Leuchten aufgehört. Was soll das denn? Normalerweise geht das Leuchten die komplette Nacht. Bei jedem anderen YouTuber hat es funktioniert, wo ich mir das angeschaut habe. Und bei mir bricht jetzt das Leuchten ab. Was soll denn der Mist? Ey, ich schlafe jetzt hier nur noch stundenweise. Schlafsack, schlafen eine Stunde. Ey, krieg die Krise. Boah, kotzt mich das an. Leuchten nach wie vor weg. Jetzt ist das Leuchten weg. Allmächtiger. Das ist nicht dein Ernst. Jetzt darf ich die ganze Scheiße nochmal von vorne machen. Ey, ich krieg die Krise. Tatsächlich. Boah, nee. Das für ein Mist, ey. Komm, penn hier, 12 Stunden. Wenn das stirbt, stirbt er. Ey, mir ist es so. Das ist so. Nicht fluchen. Das gibt's nicht. Jetzt zeige ich die blöde Tür auf und es bringt einfach rein gar nichts, weil der Strom weg ist. Ganz toll. Jetzt darf ich wieder warten, bis die nächste Nacht kommt. Ey, das ist nicht dein Ernst. Immerhin kann ich so lange schlafen, wie ich möchte. Aber das ist doch scheiße. Kein Leuchten. Nee. Ist das ein Dreck. Ich schlafe jetzt wirklich, ich lege mich jetzt immer nur eine Stunde hin zum Schlafen. Hoffe, dass irgendwann das Leuchten wieder auftaucht, denn es scheint wirklich nur stundenweise zu sein. Wer hat sich in den Mist ausgedacht? Das ist ja so ein Mist. Kein Leuchten. Boah, ich mache euch folgenden Vorschlag. Genauso wie ich es mit dem Bären gemacht habe. Auf einmal hat es ja dann komischerweise auch mit dem Bären funktioniert. Ich werde das Ganze jetzt so machen. Leuchten! Lauf! Tatsächlich, es ist nur für ein paar Stunden. So, von hier aus gibt es nur noch einen Weg. Ich will da runter. Ach, Gott sei Dank. Okay, wir haben jetzt ihn hier. Jetzt können wir ihn durchsuchen. Das ging vorher nicht. So, und bis dahin kenne ich das Ganze. Und jetzt kenne ich es auch nicht mehr. So, wir haben letztendlich die Tür, die müssen wir aufstemmen. Und letztendlich kann man jetzt hier sterben, wenn man eben das Stromzeug berührt. Das weiß ich. Deswegen müssen wir hier relativ vorsichtig sein. Schauen wir jetzt erstmal hier lang. Ich möchte hier alles noch mit... Alter, Gott sei Dank ist er tot. Okay, Wolffleisch lassen wir da. Brauchen wir nicht. Los. Wir werden uns jetzt hier... Da darf ich nicht drüber. Das macht... Aua. So, ich weiß, ich kenne den Staudamm vom Sandbox, also von der Sandbox-Version. Deswegen weiß ich, dass hier hinten rechts der Ausgang ist und da müssen wir jetzt irgendwie hinkommen. Frage halt wie. Da ist er. Kommen wir hier hoch. Ne, hier geht es letztendlich leider auch nicht weiter.
Nee, keine Chance. Okay, dann hier weiter. Items, ich kann nicht wirklich viel mehr Items mitnehmen, denn wenn wir überladen sind, werden wir nicht weiterkommen, genauso wie es das letzte Mal auch war. Oh, Schränke. Ja, längst durchsuchen wir. Oh, Lampenmüll. Perfekt. So, und Patronen würde ich auch gerne nehmen, aber noch mehr Lampenöl wäre auch nicht verkehrt, denn meine Lampe wird es nicht mehr allzu lange machen. Ja, hier ist der, letztendlich der Kontrollraum, wo wir versagt haben. Oh, hier geht es auf die andere Seite. Ich möchte allerdings erstmal nach hier hinten, ob es vielleicht da noch irgendwas gibt, was... War das zumindest schon mal ein Schreibtisch, oder? Ne, nur ein Kontrollpult. Ja, da können wir nichts looten. Das sind nur Kartons, die sind uninteressant. Geh dann einmal auf die andere Seite. Die sind leer. Ich versuche mir jetzt hier relativ zu beeilen, denn ich weiß nicht, wie lange der Strom noch da ist. Und das Problem ist, wenn der Strom wieder weg ist, hocke ich hier im Stau dann wahrscheinlich fest. Oh, scheiße. Ich habe meinen Schlafsack liegen lassen. Nein! Aber ich komme nicht mehr zurück, der Aufzug geht nämlich nicht mehr in die Richtung. Ah, klettern. Ah, sehr schön, er macht die Lampe wenigstens aus. So, einmal nach unten. Und dann sind wir eigentlich bei der Tür. Okay. Halt, was ist das? Leiterwagen, den können wir auseinandernehmen, brauchen wir allerdings nicht. So, dann einmal Dampf verlassen. Was? Neuorden deutet. Unterer Damm. Ich brauche einmal Licht ganz dringend. Bevor wir irgendwas anderes tun. Hier sind Stofffetzen. Hier geht's weiter. Gut, dann würde ich sagen, wir machen das folgendermaßen. Und zwar, ich würde sagen, für diese Folge war es das Ganze. In der nächsten Folge werden wir dann an der gleichen Stelle weitermachen. Und wir kommen endlich aus dem Damm raus. Yes! Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Dann sind wir endlich aus den Damm raus. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und sage, macht's gut. Bis zur nächsten Folge.